Das Original ist ein Schulflugzeug. Die Schweizer Luftwaffe wird jetzt aber verkauft, auch in anderen Luftwaffen. Das Flugzeug ist im Original komplett nahezu aufgebaut aus Blech. Natürlich aus Aluminium, auch noch Carbon- und Glasfaserteile. Aber im Grossen und Ganzen immer noch ein Metallflugzeug. Das ist ein Werkstoff, wo sie halt Vorteil haben, dass wenn sie einen Quadratmeter nach dem und diesen Spezifikationen bestellen, mit dieser Stärke, dass sie wirklich auch dann die Zugfestigkeiten drauf haben. Sie können das auch viel einfacher berechnen. Also es ist ein Schulflugzeug und zwar so konzipiert, dass die Software so weit kann angepasst werden, dass sie können Kampfsituationen anfliegen können, wo sie zum Beispiel sonst in einem F-18 müssen üben. Sie können sich vorstellen, dass ein F-18, der irgendwie 35 Millionen mal gekostet hat, eine relativ teure Flugstunde hat, kostet. Und dass ein PC-21, der sicher etwas günstiger ist, nicht am Simulator wie im Boden, zum Beispiel im Flughafen Bayern, sondern sie können das unter realen Bedingungen, also Gehkraft, Wetter usw. üben. Ein Pilot macht sicher sehr viele Stunden auf dem Simulator und das ist auch wirklich gut und zwingend notwendig. Aber halt das Ganze drumherum, wie Gehkräfte, Meteo, Schütteln, halt alles in einem Simulator immer noch nicht gleich, wie wenn man das in einem echten Flugzeug macht. Das ist ja unglaublich. Das ganz bekannte Flugzeug sehen Sie einmal am Schweizer Himmel, so einen grünen Militärflüger, so einen Hochdecker mit einem grossen Fahrwerk und einer langen Schnauze. Tut in der Regel Fallschirmspringer ablassen oder ein Pilot von einem Flugplatz Bayern Fallschirmspringer ablassen. Oder man braucht den auch vor allem Flughäfen, die nicht flugtauglich sind. Dann das nächste Produkt war ein PC-9. Sie sehen das Flugzeug auch noch bei unserer Luftwaffe, gelb mit schwarzem Strich drauf, 100 Meter Distanz. Und die Flakka nachher redet drauf schiessen. Sicher für den Pilot dementsprechend eine nervenauftreibende Situation. Oh! Propeller gibt es auch bei uns hinten dran. Was ist passiert? Ein ganz bekannter Propellerhersteller ist die Firma Seidel. Seidel hat bei uns auch einen Stand, der Herr Seidel. Ich möchte erwähnen, dass Seidel, der bei uns Propeller zeigt, nichts mit dem Seidel zu hat, der Modellmotoren herstellt. Auch die Firma Seidel tut sehr gut. Das ist nämlich der Sven Wiesendanger, Sven, der nachher auch mich mit ablösen als Speaker. Ein hervorragender Pilot, vor allem auch in der Heli-Branche sehr bekannt. Und Sie sehen, Kunstflug ist halt nicht jedermanns Sache und die zwei machen das wirklich gut. Wir haben dann links oben einen Vogel am Piloten. Wenn ihr ein bisschen aufpasst, der zieht wieder. Dann wird es nicht so, dass wir die nämlich verscheuchen würden. Es ist regulär umgekehrt, also auch bei unserem kleinen Flugplatz. Fluggruppen abfoltern, fliegen im Schützen aus Ionen. Hat eine kleine Piste von etwa 80 Meter. Wir haben einen Flugplatz, der einer der schwierigsten ist von der Schweiz zum Fliegen, Modell. Man sagt immer, die dort fliegen, die spinnen. Und Sie können sich vorstellen, man hat 80 Meter Piste, man hat etwa 50, 40 Meter Gras da hinten dran. Der einzige Nachteil, man hat links nach 200-300 Meter einen Wald und man hat rechts nach 500 Meter einen Wald. Und man hat quer in der Piste noch eine schöne Hochspannungsleitung, wo ab und zu jetzt noch wieder einmal ein Teil dran hängt. Die Piloten, ihr Flugzeug fliegen und schaut natürlich auch in den Himmel. Wie gesagt, hat es einen Vogel, hat es vielleicht ein anderes Flugzeug. Risotto, Küche, es hat Nussgipfel, Kaffee. Ich möchte auch hinweisen, wenn Sie ein Problem haben mit einer schwarzen, goldigen Modellfluggruppenjacke, der kann Ihnen sicher helfen. Mit mir dann den Eltern aussprechen, wenn sie helfen. Herzlichen Applaus, Sven, super. Nein, aber der hat jetzt da noch 2 Meter mit. Er auch, er tut auch gerne Zigarren rauchen.